GOB, die Erfolgsstory mit Unitop. Jede Organisation steht im Laufe ihres Lebens vor den drei zentralen Situationen: Herausforderung, Lösung und Kontinuität. Wir, die GOB Software und Systeme, zeigen Ihnen, wie Sie diese Situation mit Unitop meistern können. Heute befassen wir uns mit Teil 2 der Lösung. Heute gibt unser Kollege Tim Wagemanns in diesem exklusiven Interview einen Einblick in den Neukundenbereich der GOB. Tim, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Wagemanns. Ich bin bei uns in der GOB Verantwortlicher für den Bereich der Non-Profit-Organisationen mit dem Schwerpunkt Fundraising und begleite Organisationen auf ihrem Weg der Digitalisierung. Dankeschön dafür, Tim. Lass uns einfach mal starten. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Beweggründe heutzutage für einen Softwarewechsel und natürlich auch damit verbunden für einen Partnerwechsel an der Stelle? Ja, die häufigsten Motive einer Organisation sind zumeist technologischer Fortschritt bzw. technische Anforderungen an ein neues System. Das bedeutet zum einen, dass viele Organisationen gezwungen sind, neue Systeme einzuführen, aufgrund von Anforderungen, die über die Jahre gewachsen sind, funktionale Anforderungen. Das können aber auch zum einen rechtliche Anforderungen sein. Das heißt, wir haben das in der Vergangenheit gesehen, das Thema SEPA-Lastschrift oder kürzlich vor circa 2 Jahren, das Thema Datenschutzgrundverordnung. Das sind alles Themen, die Interessenten natürlich bewegen und ja auch interessieren und wo sie auch ihre Lösungen darauf entsprechend abbilden oder darauf entsprechend einstellen müssen. Und das sind somit die Hauptmotive, die es so gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema der digitalen Transformation. Also die IT ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft und der Fortschritt, die Technologie geht immer weiter und ja, jede Organisation möchte natürlich auch so modern wie möglich aufgestellt sein. Und das ist natürlich auch ein weiterer Grund dafür, dass viele Organisationen dann sich auf die Suche begeben nach einem neuen System. Ja. Ich würde eine Organisation repräsentieren. Wie wäre denn für mich jetzt konkret das weitere Vorgehen, wenn ich mich dazu entschließen würde, nach einer neuen Software zu schauen? Ja, oftmals ist es so, dass es einen Projektverantwortlichen beim Interessenten gibt oder sogar auch ein Projektteam, was mit der Suche beauftragt wird und mit der Recherche. Ja, da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel das Internet als erste Anlaufstelle, wo viele Informationen zusammenfließen, wo man gut recherchieren kann. Dann gibt es aber auch sehr gute Fachzeitschriften, jetzt vor allem im Hinblick auf das Thema Fundraising, das Fundraiser-Magazin oder auch der Verbände-Info-Report bei Mitgliedsorganisationen, wo viele Anbieter drinstehen und da auch schon gefühlt, ja, sehr, sehr viele Informationen auch über die Lösung enthalten sind. Und da kann man sich sicherlich erste Informationen einholen. Ganz oft ist es auch so, dass Organisationen ein Anforderungsdokument erstellen. Das heißt, die stellen ihre zentralen Anforderungen aus den verschiedensten Fachbereichen zusammen. Die werden konsolidiert zusammengeführt und der Projektleiter tritt dann eben mit diesen Anforderungen an entsprechende Anbieter heran und kontaktiert diese eben. Wenn ich mir das jetzt alles getan habe, wie komme ich denn anschließend an einen passenden Anbieter für mich? Also es ist meistens so, dass wir per E-Mail kontaktiert werden, per Telefon oder eben auch eine Broschürenanfrage zum Beispiel erhalten über unsere Homepage. Und dann ist es in der Regel so, dass wir mit den Kunden in Kontakt treten und mit den Interessenten. Das heißt, wir gehen auf den Interessenten zu, stimmen uns in einem ersten Telefonat schon mal grob über die Anforderungen ab und terminieren dann eben einen Präsentationstermin und stimmen den entsprechend ab und demonstrieren dann unser Unitop-Konzept, unsere Lösung gemeinsam mit dem Kunden vor Ort. Oftmals im Regelfall eigentlich vor Ort beim Kunden. In der Vergangenheit jetzt natürlich vermehrt auch aufgrund der Corona-Situation viele Video-Calls und Web-Konferenzen über Microsoft Teams zum Beispiel, haben da aber auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also es klappt sehr, sehr gut, ersetzt aber trotzdem natürlich nicht den persönlichen Austausch, den persönlichen Kontakt. Also da sind wir immer gewillt, eigentlich mit dem Kunden auch oder mit dem Interessenten auch vor Ort zu sprechen.
Gut, dann lass uns mal davon ausgehen, ich habe mich jetzt, ich habe den Markt sondiert, ich habe mir Anbieter angeschaut und habe jetzt die GOB als potenziellen Partner für mich ausgewählt. Ne? Genau. Was wäre denn jetzt so die nächsten Schritte oder das weitere Vorgehen, wenn ich schon mal diesen Partnervorauswahl getroffen habe? Genau, dann ist es so, dass wir entweder schon in Kontakt getreten sind mit dem Interessenten oder das dann eben noch tun und uns über die Anforderungen austauschen. Dann wäre halt so ein nächster logischer Schritt, dass wir unsere Branchenlösung Unitop bei den Interessenten einmal vorstellen. Wenn das bei dem Kunden gut ankommt, wenn wir feststellen, das passt funktional, also inhaltlich und auch von der zwischenmenschlichen Seite, dann ist es meistens so, dass der nächste Schritt ein sogenannter Workshop ist. Das heißt, wir machen eine Analyse gemeinsam mit dem Kunden, besprechen dort ganz gezielt die Anforderungen detailliert, nehmen das entsprechend auf, würden dann gemeinsam mit dem Kunden auch Lösungsszenarien entwickeln und der Kunde bekommt dann als Ergebnis eine Dokumentation dieser Analyse, wo beschrieben wird, was war die Anforderung, wie würden wir es umsetzen, lösen, was ist eigentlich die Zielsetzung dieser Anforderung, also was soll die Anforderung oder was soll es eigentlich wirklich bewirken im System. Genau, und dann gibt es eben diese Analyse, diesen Workshop und darauf aufsetzend können wir eben dem Kunden auch ein sehr, sehr genaues Angebot dann erstellen, also ein konkretes Angebot mit den entsprechenden Aufwänden für die Umsetzung der einzelnen Anforderungen. Mhm. Gut, das heißt, unsere Organisation oder wir haben uns jetzt soweit alle Informationen, ich sag mal, zusammengesammelt oder natürlich auch bekommen entsprechend. Wir hatten auch schon einen ersten Präsentationstermin, wo du uns die Software vorgestellt hast. Und das passt jetzt eigentlich soweit alles für uns. Was wäre jetzt an der Stelle das weitere Vorgehen oder der nächste Schritt in der Kette? Genau, im Workshop werden die Abweichungen unseres Unitop-Standards herausgearbeitet. Das heißt, wir haben ja mit unserer Unitop-Lösung einen gewissen Branchenstandard schon vorhanden, den wir anbieten. Und nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Prozesse bei Kunden, die ein Stück weit ja anders aussehen oder sich von unserem Branchenstandard unterscheiden. Und da ist es halt wichtig, sich immer am Standard zu orientieren, also möglichst viel standardnah umzusetzen. Aber da, wo es halt wirklich, ich sag mal, individuell abgebildet werden muss, weil der Kunde eben so, ich sag mal, speziell und besondere Prozesse dort eben hat, da würden wir die Abweichungen gemeinsam mit dem Kunden eben rausarbeiten und dann eben entsprechende Lösungsszenarien festlegen. Genau. Das heißt eigentlich, nach dem Workshop steht dann fest, was passieren soll. Genau. Die haben die Ausarbeitung, die können sich, oder wir können das nochmal entgegenlesen als Organisation. Und ich sag mal, was passiert dann? Also wenn, ich sag mal, Angebot alles feststeht, wie schaut es dann aus? Ja, der nächste logische Schritt wäre, dass wir das Angebot gemeinsam mit Kunden präsentieren, falls das Angebot gut ankommt, falls sich beide Parteien einig sind auf der inhaltlichen Ebene und alle offenen Punkte, alle offenen Fragen oder Rückfragen geklärt sind, kommt es dann im besten Fall natürlich zu einer Beauftragung seitens des Kunden. Und dann wird bei uns quasi in der GOB die Maschinerie sozusagen angeworfen. Es wird ein Projektteam definiert. Das heißt, das Projektteam besteht immer aus mehreren Projektmitarbeitern. Das ist zum einen der Projektleiter, der natürlich hauptverantwortlich für das Projekt steht. Und dann gibt es Teilprojektleiter, der noch aus dem Fachbereich kommt, beispielsweise aus dem Bereich Finanzbuchhaltung. Und es gibt immer einen Geschäftsführer, den wir unserem Projekt zuordnen. Das heißt, das ist so die Konstante in den Projekten, sodass wir wirklich sicher gehen können, dass wir, auch wenn jemand im Urlaub ist, das gebündelte Wissen immer im Team haben und quasi immer jemand da ist, der dem Kunden dann auch im Projekt unterstützen kann, auch wenn es Urlaubsabwesenheiten oder Krankheiten durch Krankheitsausfälle zum Beispiel gibt, dass wir dann eben auf jeden Fall immer alles gebündelt auf einen Blick entsprechend haben. Ja, Dankeschön, Tim, erstmal an der Stelle. Für mich ein sehr, sehr schlüssiger Einblick in, ich sag mal, den Neukundenbereich und das Vorgehen, wie du mit Interessenten, Neukunden und allem drum dran umgehen möchtest. Vielleicht möchtest du jetzt einfach nochmal abschließend ein paar Worte an die Zuschauer richten. Ja, danke Daniel für das Interview. Wenn auch Ihre Organisation sich mit diesen Fragen in dem vorherigen Video konfrontiert fühlt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir in einem persönlichen Gespräch gemeinsam
ihre Anforderungen ausarbeiten und gemeinsam mit Unitop sie dann auch auf dem Weg der Digitalisierung begleiten dürfen.